Ja, viele kennen Frank Röder aus unseren Wein-Videos, die wir bei Saarlandfernsehen machen. Aber der Frank, das wäre nicht der Frank Röder, wenn er nicht nur Master of Wine wäre. Das ist eine ganz hohe Auszeichnung, die man durch ein Studium erwerben kann, sondern er war auch mal bei einer ganz großen deutschen Fluggesellschaft, ja, eigentlich der ältesten Fluggesellschaft, einer der ältesten der Welt, kann man schon sagen. Ja, das Ja, ist so. da warst du Linienpilot, oder? So ist es ja. Ich Ja. habe die dicken Schiffe geflogen. Ja, dick heißt A380 unter anderem. Ja, A380 war das letzte Muster, das ich geflogen bin. Und ich muss auch sagen, es war somit das beste Flugzeug, das ich je geflogen bin. Und ich habe viele geflogen. Das ist so, ja. Wann hat denn das bei dir angefangen mit der Fliegerei, dass du gesagt hast, ich werde mal Pilot? War das schon irgendwie mit 7? Du kennst ja wahrscheinlich diesen Zeichentrickfilm mit diesem Jungen, der mit dem Ballon irgendwie nach Madagaskar, kennst du ihn nicht? Nee, bin ich Nee. jetzt nicht so firm. Ja. Nee, bei mir hat es eigentlich schon ziemlich spät angefangen. Ich habe Abitur, war eine Abiturvorbereitung und da gibt es ja so eine Berufsberatung vom Arbeitsamt und nach dem Motto, was wollt ihr denn machen? Und die hatten so eine Zeitschrift dabei, so die Beruf Aktuell hieß es, glaube ich. Und Das da war war vorne auf dem Deckblatt war so ein Arm von einem Kapitän mit seinen vier goldenen Streifen und er schob gerade so die Power in einem Jumbo nach vorne und das hat man so fotografiert und da war ein Bericht halt über die Pilotenausbildung dabei. wann war Ja, da war ich 19, also in der 13. Klasse und Nee, das Datum ist ja. das muss etwa 78 gewesen sein, ja. Okay. Das heißt, okay, dann warst du da und hast diesen Streifen gesehen am Revers von dem Piloten. Ja, also ich habe dann den Artikel gelesen und da standen dann zwei Dinge drin. Also das hat mich schon so ein bisschen interessiert, aber ich hatte eigentlich gar keinen Bezug zur Fliegerei. Aber da stand da drin, wenn man sich bewirbt bei der Lufthansa und erfüllt die Voraussetzungen, wird eingeladen, dann bekommt man ein Gratis-Ticket nach Hamburg. Dort fand die Prüfung statt und ich war in meinem Leben noch nie geflogen und ich war noch nie in Hamburg. Da habe ich gesagt, das mache ich jetzt mal. Und so kam es dazu, dass ich dann die Prüfung dort bestanden habe und dann in die Pilotenausbildung ging. Die Prüfung, war das schwer? Das war so eine Art Aufnahmeprüfung, oder? Dass wir gesagt haben, wir testen erstmal, ob Ja, die das Zeug haben. genau. Also es sind so zwei Teile gewesen. Erstmal also einen Tag eine Prüfung und wenn man die geschafft hat, da wurde schon grob sortiert. Und wenn man die geschafft hat, da wurde man dann nochmal nach Hamburg eingeladen zu einer fünftägigen Prüfung. Und immer am nächsten Tag hatten die dann es war eine Gruppe von so 40 Leuten. Und dann nach dem ersten Tag, am zweiten Morgen, heißt es dann, ja, wir verabschieden uns heute von klack, 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 klack. Und dann ist schon mal 50% rausgefallen. Und am nächsten Morgen kamen dann wieder fünf weg und dann kamen wieder fünf weg. Und wer es dann bis zum Ende des vierten Tages geschafft hatte, der war eigentlich durch, weil am fünften Tag war nur noch die medizinische Prüfung und da waren nur noch fünf Leute. Ja, Und wie viele Leute waren es am Anfang? ich glaube 40. Das heißt, du warst von 40 Leuten, warst du in den Top 5? Ja, aber das war schon eine relativ hohe Quote, die da durchgekommen ist. Also oft ist es auch nur Weniger. einer oder keiner, ja. Und aber das ist eine rigorose Auswahl und Auf was haben die Wert gelegt da? Was war so? Also mehrfach Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit, technisches Verständnis, Mathematik, ja, also Kurzzeitgedächtnis, Englisch, Sprache und das war so ein Test, der kein Intelligenztest war, sondern ein Eignungstest. Bringt man die Fähigkeiten mit? Man hat also viele Gerätetests auch machen müssen, wo man verschiedene Dinge gleichzeitig abgehandelt hat oder abgearbeitet hat. Sehr viel Psychologie auch. Die haben dann uns in so ein verrücktes Ballspiel machen lassen im Team, um zu sehen, ist man da teamfähig, ne? Oder wie schätzt man sich selber ein in der Gruppe? Und also das ist unglaublich vielfältig. Man kann jetzt nicht sagen, das war hauptsächlich Mathematik oder Physik oder Sprache, sondern es waren viele Dinge, die man dann auch manuell tätig werden musste und
Das war, ja, also es war, ich fand es gar nicht anstrengend, aber das ist wahrscheinlich immer so, wenn jemand die Fähigkeiten hat, dann ist es halt eben nicht anstrengend. Und viele waren da, haben sich super vorbereitet auf die Prüfung und sind dann trotzdem rausgefallen, waren dann todtraurig. Ne? Und aber das, ich sagte, vielleicht werdet ihr ein guter Mediziner oder ein guter Wissenschaftler, ja, und oder ein guter Wirtschaftsboss. Also das ist keine Intelligenzprüfung, sondern wirklich eine Eignungsprüfung. Ja, und dann kam die Ausbildung. War das so, deine Mutter, hat die schon Angst bekommen, dass sie gesagt hat, hey, mein Sohn wird jetzt so ein ungefähr Niveau Zahnarzt, Arzt, Unternehmer, großer, erfolgreicher. Also die Piloten wurden ja so in den 70ern, 80ern waren ja so die Halbgötter, oder? Ja, also der Beruf hatte schon immer ein sehr, sehr hohes Ansehen und ja, man hat ja auch sehr viel Verantwortung. Also man hat ja nicht nur für das Fluggerät, das zig Millionen Euro oder damals D-Mark kostete, sondern auch noch für eine Menge Menschenleben, die da hinten dran sitzen. Ne? Und das ist schon eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Man muss halt als Pilot, bei einem normalen Flug ist das völlig entspannt, also da haben die Piloten relativ wenig Stress, wenn die Abfertigung unten gut läuft und dann ist das eigentlich ist da wenig Aufregung und Busfahren. Wenig Stress auch dabei. Und, aber wenn halt irgendwann mal was nicht funktioniert, da muss man dann unter Umständen innerhalb von wenigen Sekunden die richtigen Entscheidungen treffen. Ist das jemals passiert, dass mal was nicht richtig funktioniert hat? Ja, ich hatte auch schon mal ein Triebwerksfeuer. Ja, Triebwerksfeuer. Wie viele Triebwerke waren drauf? Zwei. Wenn eins dann ausfällt, dann wird die Luft dünn. Ja. Das ist aber nicht, ist wahrscheinlich nicht mitten über einem großen See passiert, oder? Nee, das ist im Start in Frankfurt passiert. Also beim Abheben, ja. Beim Abheben. Ja, oder kurz nach dem Abheben, ja. Also hast du es direkt gemerkt? Ja gut, das hat man gar keine Chance, das nicht zu merken, dass es dann so eine laute Alarmglocke schrillt dann und dann rotes Licht, das dann an ist und das kann man gar nicht übersehen oder nicht merken, das geht gar nicht. Du kannst das nachvollziehen, dass Menschen heute immer noch Feuer und Flamme sind für den Pilotenberuf, das unbedingt machen möchten und ist einem das so ein bisschen ins Nest gelegt, so dieser... Ich sag mal, das ist ja schon Verantwortung. Das ist ja keine Sache, wo du, ich sag mal, jetzt ein Auto fährst, da ist nebenan einer. Und aber dass du gesagt hast, das ist genau mein Ding, weil du bist so ein bisschen, es klingt jetzt so, als wärst du so ein bisschen Understatement, jo, da haben die mal gesagt, geh mal da hin und dann bin ich da hingegangen und da war ich auch immer Pilot. Oder war das schon so, dass du das immer wolltest? So? Nein, es war wirklich ein Zufall. Wenn ich das Heft nie gesehen hätte da bei der Berufsberatung, wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, weil das hätte ich mir wahrscheinlich selbst gar nicht zugetraut. Und das sind so, ja, man ist ja oft da, sag ich mal, ich kenne das ja auch von meinem Sohn, wenn man dann mit dem Abitur fertig ist, dann, was mache ich denn jetzt, ja, und da machen sich wenige vorher viel Gedanken und die meisten lassen das so auf sich zukommen und so war es bei mir auch und dann war ich halt irgendwann Pilot, ja. Und der, Es hat von Anfang an einen riesen Spaß gemacht, also das muss ich wirklich sagen. Der Beruf ist toll, das ist großartig, aber man muss auch dafür geboren sein. Jetzt ist das so, es gibt ja viele Piloten, es gibt ja diverse Pilotenlizenzen. Du lernst, ich glaube, von der kleinsten bis zum größten ähnliches Material, das heißt, die Fliegerei ist ähnlich. Auftrieb und keine Ahnung, was alles gibt. Ja, ich meine, die Physik ist ja für alle Flugzeuge gleich. Und ob das jetzt ein kleines Flugzeug ist oder ein großes Flugzeug, Aerodynamik ist Aerodynamik. Ja. Natürlich ist es mit großen Flugzeugen, kommt da eine ganze Menge noch dazu, das ist klar. Aber man fängt ganz klein mit einem einmotorigen Flugzeug an. Die Pilotenausbildung ist die praktische, ist in Arizona, weil da immer gutes Wetter ist. 350 Tage Sonnenschein im Jahr und da kann man relativ gut planen. Und die theoretische Ausbildung war halt in Bremen und da ist die Flugschule der Lufthansa ansässig und dann wechselt man laufend so hin und her, alle paar Monate in den USA, dann ein paar Monate wieder in Bremen, dann wieder USA. Da es gab auch Flugsimulatoren, gab es das schon früher? Ja, die Flugsimulatoren gab es schon lange davor, bevor ich angefangen habe, aber es war, hatte natürlich nicht die Qualität, wie es heute ist. Also damals gab es noch so
Landschaften, über die dann eine Kamera drüber hinweggeflogen ist und hat so ein Bild simuliert. Aber heute ist das so technisch ausgereift, dass man wirklich das Gefühl fühlt sich hat, an. Man sitzt in einem Flugzeug und auch die Bilder, visuell, was draußen um einen rum vorgeht. Ja, man fliegt da Frankfurt an und sieht unten auf dem Kreuz, auf dem Autobahnkreuz, die Lichter fahren, also ne, die Autos fahren an den Lichtern auch in die richtige Richtung. Und also, das ist alles perfekt simuliert. Das ist fantastisch. Ja. Was war denn so das Schönste? Darf ich noch fragen, wie alt du bist heute? Ja, ich fliege ja nicht mehr. Ich bin jetzt 62 und habe die Fliegerei an den Nagel gehängt. Das war du hast heute einen ganz besonderen Tag, gell? Ja, ich habe heute auch noch Hochzeitstag, aber das ist jetzt der 40. Heute ist 40. Hochzeitstag. Ja, ja, echt? Ja. Heute? Heute, ja. Der wievielte ist heute? Heute ist der 13. 13. März 2021. Genau. Ja. Hart, du musst nach Hause. Ja, deswegen guck, dass wir fertig werden. So, du hast was ganz Besonderes. Du hast alle Flugzeuge geflogen, die es gibt. Nee, die es gibt nicht, aber alle, also sehr viele von denen, die Lufthansa hatte, ja. Ist das so, dass, ich sag mal, die Aufregung ist vor jedem Flug da? Oder ist das so Routine, dass du sagst, weil ihr habt ja Checklisten, man muss sich ja zu 100% konzentrieren, immer. Es darf ja nie irgendwas schief gehen. Man darf sich, ich glaube, ich habe gehört, das Schlimmste, was passieren kann, ist Routine, wenn die sich einschleicht und ja, du das Gefühl hast, dran. Ja, das stimmt schon. Ich kann alles. Ja, aber es ist nicht aufregend, wenn man dann zum Dienst kommt. Ja, das ist ein Beruf für jeder andere. Man ist bestens ausgebildet, man ist gut vorbereitet, man kommt ausgeschlafen an. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung und man freut sich auf den Flug. Man lernt dann die Crew kennen, mit der man zusammenfliegt, die man vorher weiß man zwar, kennt oder kann man die Namen lesen, die mit einem fliegen, aber man lernt die dann tatsächlich oft erst dann. Achso, du kennst die persönlich oft nicht, oder? Nee. Also das wird immer wild zusammengewürfelt, damit sich nie jemand auf den anderen verlassen kann. Damit immer der eine den anderen auch überprüft. Und das ist ein vernünftiges Muster. Und klar, wenn ab und zu kommt es halt mal schon mal vor, dann mit dem bin ich dann schon mal geflogen und dann kennt man sich schon ein bisschen besser und dann kommt man vielleicht auch besser oder weniger gut miteinander klar. Aber das sind alles Profis, die genau darauf auch trainiert sind und ausgebildet sind, auch wenn es mal Konfliktsituationen gibt, da miteinander klarzukommen. Weil jetzt die ist sind ja aufeinander angewiesen. Ja. Genau, ist ja so, ihr lernt ja quasi das Gleiche. Das heißt, ihr seid austauschbar. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Ich meine, die könnte ja auch mal schlecht werden oder irgendwas. Ihr fliegt die Maschinen, steht zu zweit. Oder es gab doch früher mal, gab es, glaube ich, noch so ein bei den großen Fliegern noch jemand, der hat die Technik gemacht, gell? Ja, das war der Flugingenieur. Das war damals noch beim alten Jumbo oder auch bei der 727. Da hatte man ein Dreimann-Cockpit. Der Flugingenieur wurde dann durch die verbesserte Technik und durch die Automatisierung verschiedener Prozesse wie beispielsweise Klimaanlagen, Steuerung und sowas. Das geht heute relativ automatisch. Das kann man zwar als Pilot beeinflussen und muss die Technik auch kennen, aber das war damals viel komplizierter und auch das Fliegen war damals komplizierter. Und deswegen gab es einen dritten Mann. Aber man hast du das noch erlebt, den dritten Mann? Ich habe nie ein Dreimann-Cockpit geflogen. Nee. Das heißt, ihr seid zu zweit. Ich sag mal, Maßgabe, ich glaube, einer hat immer das Kommando. Einer hat so, ist praktisch der Kapitän. Das ist der Kapitän, mit vier Streifen. Der andere ist der Co-Pilot oder First Officer, wie das offiziell heißt. Und der hat drei Streifen. Ja, und, okay. Man ist gut beraten, sich mit seinem Co-Piloten auch abzustimmen. Aber juristisch gesehen ist einfach der Kapitän derjenige, der den Kopf hinhalten muss. Und wenn man sich dann mal nicht ganz einig ist, ja, dann muss letzten Endes der Kapitän dann die Entscheidung dann fällen, wie es gemacht wird. Mhm. Ja. Du kannst, glaube ich, die Verantwortung übergeben. Ist das richtig während des Fluges? Ja, natürlich, klar. Natürlich, Du kannst sagen, ich habe das öfter mal gehört in so Flugsimulatoren, da heißt es, you have control. You have control, genau. You have control. Ja, genau. Also man wechselt sich da sowieso immer ab. Also auf der Kurzstrecke fliegt man ja mehrere Flüge pro Tag und dann fängt den ersten Tag, ist dann der Kapitän, der Pilot Flying beim ersten Leg. Beim ersten Flug und der Co-Pilot macht quasi die Zuarbeit. Der macht einen Sprechfunk und ergänzt quasi die Arbeit des Kapitäns oder des Piloten, der tatsächlich fliegt. Auf dem nächsten Leg ist dann genau umgekehrt. Dann macht der Kapitän den Sprechfunk und die Zuarbeit und der Kollege fliegt manuell. Also Start, Flug, Landung. Ja.
ist so auf den Flughäfen, das ist weltweit genormt, das Verfahren. Das heißt, die sprechen jetzt in Russland auch Englisch dann unter den Russen oder sprechen dann Russisch? Ja, also offiziell muss jedes Land natürlich die englische Sprache eben für internationale Flüge anbieten. Tatsächlich ist es aber so, dass es in Frankreich auch Piloten gibt, die Französisch sprechen. Es gibt in Italien Piloten, die Italienisch sprechen. Das ist auch okay. Ja, es ist erlaubt, aber es ist nicht gut. Also in Deutschland ist es nicht erlaubt beispielsweise. Also Verkehrsfliegerei ist ausschließlich Englisch. Ausschließlich Englisch. Jetzt ist es so, ihr seid ja nicht alleine da oben. Es gibt einmal Leute, die fliegen privat, also ich sag mal private Piloten. Die haben, da kannst du vielleicht gleich was dazu sagen, da gibt es Leute wie euch, die also praktisch industriell fliegen, also gewerblich, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und dann gibt es noch das Militär, glaube ich. Die fliegen ja auch noch irgendwie darum. Was habe ich noch vergessen? Ja gut, dann gibt es ja heute auch noch Geräte, die fliegen, unbemannt. Ja. Drohnen ist momentan ein heißes Thema. Klar gibt es, tummeln sich alle in der Luft, aber die Lufträume sind teilweise gesperrt für Privatflugzeuge. Also rund um den Verkehrsflughafen dürfen gar keine Privatflugzeuge unangemeldet und unkontrolliert fliegen. Die können da nach Voranmeldung zwar rein, dann kann der Tower dann entsprechende Freigabe für Überflug oder Querflug oder auch Benutzung der Start- und Landebahn freigeben. Das macht er aber nur, wenn entsprechend wenig Verkehr ist. Und das Militär, das funkt auch mit euch ab und zu mal? Nee, die haben vollkommen andere Frequenzen, andere Bänder im Sprechfunk. Wir hören die eigentlich in aller Regel nicht. Und wie wird das kontrolliert, dass die euch nicht treffen in der Mitte? Ja gut, dafür ist ja die Flugsicherung zuständig. Ach so, die sprechen aber mit dem Militär. Die zivile Flugsicherung arbeitet aber auch mit der militärischen Flugsicherung zusammen. Okay, das heißt, das gab auch noch nie ein Problem, sondern jetzt muss man ja sagen, der Luftraum ist ja unendlich groß im Vergleich zur Straße. Also wenn man sagt, Fliegen ist gefährlich, man muss ja nur mal auf der Landstraße mit 90 km/h auf einem Abstand von 1 Meter fährt man aneinander vorbei. Das wäre bei euch schon quasi ein Zusammenstoß. Ja, natürlich. 1 Meter ist natürlich auch auf der Straße nicht so ganz. Aber oft auf der Landstraße ist so 1 Meter Abstand. Ja, also das sollte man auch ein bisschen mehr Sicherheitsabstand halten. Und die Fliegerei basiert ja auf einem wahnsinnig Sicherheitsdenken. Also es ist ja alle Systeme sind doppelt vorhanden. Wenn mal eins ausfällt, dass auf jeden Fall das Flugzeug heil runterkommt. Und die größte Prämisse, zumindest bei den wichtigen Fluggesellschaften der Welt, ist halt Safety und Security. Mhm. Ja. Und das ist absolut unabdingbar. Die Sicherheit muss da im Vordergrund stehen und alle Entscheidungen sind der Flugsicherheit letzten Endes unterworfen. Das ist so ein bisschen, du warst ja dein Pilot wahrscheinlich in den goldenen Jahren, 80ern. Ich glaube, die 70er waren noch schöner. Nee, also ich hatte eine schöne Zeit, absolut. Ich habe ja 80 angefangen und es war auch eine tolle Zeit. Aber wir haben dann immer gesagt, ach Menschenskinder, die Generation vor uns, die dann mit der Super Conny da über den Teich gehüpft sind, die hatten dann anschließend 5 Tage frei. Wir fliegen heutzutage, von Frankfurt nach New York, übernachten dann, fliegen am nächsten Tag, also 24 Stunden später schon wieder zurück. Und dieses süße Leben dann in exotischen Ländern, also es gab's aber Tage dann auch frei hatte, gab es zu meiner Zeit nur noch eingeschränkt und heute gibt es das so gut wie gar nicht mehr. Ich hatte auch noch Zeiten mitgemacht, weil ich auch eine Zeit lang für Condor geflogen bin, nicht nur für Lufthansa. Und da war man bei den Ferienfliegern und da ist man tatsächlich mal auf die Malediven geflogen und hat eine ganze Woche frei. Ja. Okay. Das ist natürlich schon großartig. Ist das so, die zahlen dann auch das Hotel und auch im Prinzip, weil du bist ja nicht freiwillig da, nehme ich an, ne? So ist es, ja. Natürlich zahlen die dieses Hotel. Okay. Ja. Das war schön. So das Crew, die Crewmitglieder untereinander, das ist ja alles, ist ja für alle ein richtiger Job. Ich sag mal, auch die Leute. Ja, das sind alles Profis. Entsprechend ab und zu so beschimpft worden sind, Saftschubsen und so weiter, die aber in Wirklichkeit einen ganz wichtigen Job ausgeübt haben, nämlich die Kontrolle über, ich sag mal, die Menschen, die da sitzen, dass die glücklich sind, dass die zufrieden sind. Eine viel wichtigere Aufgabe. Also die Flugbegleiter, ob männlich oder weiblich, der Flug
Gast nimmt die erstmal als Gastgeber wahr und als Servicepersonal, die bekommen da von denen ihr Essen und ihr Trinken. Aber die haben eine viel wichtigere Aufgabe, nämlich dann, wenn es kritisch wird, den Laden zusammenzuhalten und heil aus dem Flieger rauszubringen. Also das ist das, was sie auch regelmäßig trainieren. Und nach wie vor. Das ist also, nach wie vor. Also das schreibt auch der Gesetzgeber vor. Man braucht pro 50 Passagiere an Bord braucht man einen Flugbegleiter. Also wenn es 51 Passagiere sind, braucht man schon zwei Flugbegleiter. Ja? Mhm. Und je nach Größe des Flugzeuges sind ja oft hohe dreistellige Zahlen auch dabei. Und wir hatten auf dem A380 hatten wir 21 Flugbegleiter. Jetzt ist ja so, die Leute, die früher die Maschinen geflogen sind, also die Piloten und Pilotinnen, gab es früher auch schon in den 80ern? In den 80ern noch nicht, aber die ersten kamen dann schon Mitte der 90er, gab es schon die ersten Frauen, die dann zum Pilot ausgebildet wurden. Mittlerweile ist das eine Selbstverständlichkeit. Man hat auch Kapitäninnen mittlerweile. Und auch auf Langstrecke, die ersten gehen, glaube ich, auch schon in Pension mittlerweile. Jetzt ist es so, die sehen immer gut aus. Also ich habe immer so das Gefühl, so ein Pilot, ein Kapitän, der sieht immer aus wie ein Model. Und früher so 80er, 90er, auch heute noch, die sehen immer aus wie so Models. Ja? War das früher so ein Einstellungskriterium, dass sie auch gut aussehen mussten? Nein, überhaupt nicht, 0,0. Aber trotzdem, was du wahrnimmst, ist, glaube ich, sehr durch die rosa-rote Brille gesehen. So eine Uniform, die ist natürlich Schmuck. Ja? Ja. Und es gibt viele Menschen, die stehen total auf Uniformen. Ja? Und wenn die dann, die Mädels müssen natürlich dann sehr gepflegt sein, ja? Die müssen ja repräsentieren und die Männer genauso. Und das da achtet auch der Arbeitgeber drauf, dass man ordentlich gekleidet ist, dass die Schuhe geputzt sind und so. Das macht schon einen guten Eindruck. Aber das hat mit gutem Aussehen erstmal nichts zu tun. Und das ist auch kein Kriterium gewesen. Okay. Nie. Na, ist mir nur gut, man muss sagen, die waren immer perfekt geschminkt. Die sahen immer klasse aus, die Haare immer super gemacht. Und die, aber das waren ja auch Menschen, muss man sagen. Also ich denke mal. Ganz normal. Also und die ganze Bandbreite der Menschen, der menschlichen Persönlichkeiten waren da auch vertreten. Ne? Ist es ab und zu mal so, wenn du dann weg warst von der Familie, ich weiß, du bist jetzt 40 Jahre verheiratet mit deiner Frau. Ja, meine Frau sagt immer, du hattest es ja einfach, du warst 20 Jahre lang weg. Aber so, man ist ja lange weg dann teilweise auch so. Das kostet ja auch Zeit und wo du deine Lieben nicht siehst, das ist ja nicht nur der Friede, Freude, Eierkuchenberuf. Ich bin jetzt wieder eine Woche auf Drehreise, das schmerzt mir innerlich, wenn ich meinen Sohn verlassen muss, bin dann da weg und der schon sagt, Papa, bleib doch hier. Das ist schon. Ja, die Familie muss da mitspielen, das ist vollkommen klar. Ja. Man muss den richtigen Partner haben, der weiß, auf was er sich einlässt, wenn er sich mit einem Piloten liiert oder auch mit einem Flugbegleiter. Das ist jetzt egal, der ist ja genauso oft weg. Und das ist kein familienfreundlicher Beruf, das muss man fairerweise sagen. Und es gibt auch eine relativ hohe Scheidungsquote, sowohl bei Piloten als auch bei Flugbegleitern. Und das liegt aber in der Natur der Dinge. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich von Anfang an eine Frau hatte, die wusste, auf was sie sich einlässt. Und, du warst schon Pilot? Nein, ich war noch nicht Pilot, aber wir waren schon vorher zusammen. Aber dann war klar, das passt und sie hat Verständnis dafür. Und es tut manchmal schon weh, wenn man dann weg muss und weiß, zu Hause ein krankes Kind oder es gibt in der Schule Probleme. All diese Dinge musste halt meine Frau mehr oder weniger alleine dann, wenn was akut war, entscheiden. Natürlich haben wir Rücksprache gehalten, natürlich wurde das mit der Kommunikation einfacher. Aber wenn man sich mal vorstellt, ich war in den 80er Jahren teilweise 21 Tage am Stück von zu Hause weg, wenn wir nach Australien geflogen sind, auf Langstrecke. Ja, das war eine 21-Tages-Trip. Und es war ja nicht so, dass du jeden Abend dann, ich sag mal, auch per entsprechend WhatsApp, Bildtelefonie, das gab es alles nicht. Das gab es alles nicht, ja. Wir hatten, also wenn man da mal angerufen hat zwischendurch, da musste man sich schon genau verabredet haben, dass da auch jemand zu Hause ist. Also die Zeit muss auch noch passen. Dann hat man geguckt, dass man eine Minute vielleicht miteinander spricht, weil das war damals auch relativ teuer, Auslandstelefonat. 4-5 Mark die Minute war keine Seltenheit. Ja, das war völlig normal und aus Australien eher noch mehr. Was war denn so der schönste Moment, wo du überlegst, war das so der erste Alleinflug? Was denn, ob du dich noch daran erinnern kannst? Also gab es überhaupt Alleinflüge? Ja, natürlich. Man muss sich frei fliegen sozusagen. Ja? Zu Beginn lernt man fliegen mit einem Fluglehrer nebendran, so wie man ein Auto fahren
lernt, ist der Fahrlehrer nebendran und der kann ja jederzeit eingreifen. Das ist dann wirklich ein großer Moment, wenn man zum allerersten Mal ganz alleine in dem Flugzeug sitzt und es bewegen darf. Ja, dann fliegt man natürlich nur Platzrunden in dem Moment. Der Fluglehrer steht unten, ist meistens noch im Tower. Wenn man da ist niemand mehr, der dir helfen kann. Ja, man ist ja über Sprechfunk sowieso mit. Nein, aber da ist keiner in der Maschine. Du bist allein. In der Maschine ist man völlig allein auf sich gestellt. Da muss man alles richtig machen. Aber man wird ja erst freigegeben, wenn der Fluglehrer überzeugt ist, dass man das kann. Und das ist schon ein geiler Moment, muss ich echt sagen. Also zum ersten Mal dann abheben und dann habe ich auch irgendwie mal so aus Freude laut rausgeschrien, ja, ja. Und jetzt ist es soweit und ich darf alleine fliegen. Und das ist schon ein großer Moment, das vergisst man auch nicht. Ist das so, dass man anschließend die Hose runterlassen muss und die irgendwie auf den Hintern schlagen? Nee. Das ist ein Gerücht. Nee. Also das, solche Rituale kennen wir nicht. Das ist früher, glaube ich, bei den Druckern war das so, die, okay. wenn die Prüfungen, die wurden gegoucht, war nee, das. Also ja. Da gibt's, wir haben dann anschließend natürlich gefeiert, das ist klar, aber es sind ja immer so Gruppen, die das dann in einem Lehrgang zusammen sind und dann kommen die so nacheinander, kommen die in den Genuss, dann frei zu fliegen und wenn man dann zum ersten Mal solo fliegen darf, das ist dann, ja, dann feiert man das abends natürlich auch mit seinen Lehrgangskollegen. Sag mal, wenn du dann aus dem Flieger raus bist und bist dann in dein Hotel rein, dann hast du wahrscheinlich die Uniform noch angehabt oder seid ihr da schnell ins Klo und habt euch umgezogen dann auf dem Flughafen? Nein. Also man wird abgeholt, man fährt dann gemeinsam in einem Bus ins Hotel, checkt da ein, alle haben die Uniform noch an. Wie ist da die Reaktion? Schauen da die Frauen auch schon mal? Oh, guck mal, da ein Pilot in Uniform, Lufthansa. Ja, das ist völlig normal, aber ich meine, an jedem Flughafen, durch den man ja dann durch muss, an den Zielflughäfen, in Frankfurt musste man das nicht, weil man da sofort von der Lufthansa-Basis zum Flughafen gefahren wurde, zum Flugzeug gefahren wurde und nachher auch wieder zurück. Aber auf den anderen Flughäfen der Welt, da muss man ja quer durch den Flughafen laufen, wie die Passagiere auch. Und natürlich gibt es da Blicke und oh, guck mal, eine Lufthansa-Crew, ne? Und ja, stark, oder? Man hat da eine Außenwirkung auch. Ja? Ja, man repräsentiert ja auch eine Fluggesellschaft. Ja, stark. Sag mal, Freude war ja groß. Du bist insgesamt wie lange geflogen? 40 Jahre dann? Oder? 35 Jahre geflogen. Und dann kam am Schluss ja der A380. Das war ja was ganz Aufregendes. Du warst aber nicht der erste Pilot, der jemals einen A380 geflogen ist. Nein. Der flog schon ein paar Jahre, als ich dann gewechselt bin. Ich habe vorher 340 und 330 geflogen. Waren die ähnlich von der Bedienung? Ja, die sind recht ähnlich. Also das ist ja das System, dass die die Flugzeugbauer, also Airbus und Boeing, die Cockpit-Philosophie ist da ähnlich. Von Muster zu Muster recht ähnlich. Und dann hat man, wenn jemand von Airbus auf Airbus schult, ist das eine kürzere Schulungszeit, als wenn jemand von Boeing kommt und auf Airbus oder von Airbus auf Boeing geht. Ja. Jetzt ist der Flieger, was mir aufgefallen ist, ich bin einmal im A380 geflogen, es könnte auch ein A350 gewesen sein, aber auf jeden Fall, ich glaube, es war ein A380, der ist abgehoben und ich habe es gar nicht gemerkt. Also das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Also der war so leise, dass ich irgendwann dachte, oh, wir sind abgeflogen, ja. Also ich habe irgendwie Musik gehört, habe auf dem Tablet noch was geguckt, auf einmal war man in der Luft. Das hatte ich noch nie bei einem Flugzeug. Also ja, der A380 ist tatsächlich das leiseste Flugzeug für die Passagiere, aber auch für die Piloten. Und das ist super angenehm. Also beim Jumbo, das ist so ziemlich, also die 747 von Boeing, das ist so ziemlich das lauteste Flugzeug, das es gibt. Sowohl für die Passagiere als auch noch viel mehr für die Piloten, weil man da diesen Buckel hat und dann, ja, und wenn man bei 1000 Stundenkilometer durch die Gegend rast, ja, ist das halt die Luftströmung extrem laut. Und man unterhält sich im Cockpit eines Jumbojets mit über Lärm kompensierte Kopfhörer und Mikrofon. Also das muss man sich mal vorstellen, da hat man die ganze Zeit so eine Glocke da auf dem Ohr und auf dem A380, da hat man überhaupt keine Kopfhörer, ja? Also nur für Start und Landung und im Reiseflug nimmt man die ab und da hält sich ganz normal. Du kannst normal reden. Kannst du völlig normal reden und als Passagier, das merkt man ja nicht, weil das wird ja graduell lauter und deswegen nimmt man das gar nicht so als laut wahr, aber wenn man sich unterhält, muss man sich fast anschreien. Ja. Und wenn jetzt jemand im A380 sitzt und jemand davor blättert die Zeitung um, da denkt man, was ist denn hier für ein Lärm?
Nee, es war schon enorm. Also der hat da wirklich. Das ist schon ein Riesenunterschied, das ist ein Riesenfortschritt auch. Also dass man, wenn man, dann merkt man erstmal, was Lärm für einen Stressor ist. Ich bin ja vom A340 gekommen, da sind wir auch schon im Reiseflug ohne Kopfhörer geflogen. Aber der war schon wesentlich lauter als der A380. Und wenn man dann nach einem 10-12-Stunden-Flug irgendwo ankam, da war man ziemlich kaputt. Ja? Und wenn ich mit dem A380 irgendwo ankam, da war ich lange nicht so kaputt. Und da merkt man auch, was Lärm für ein Stressor ist und wie belastend Lärm ist. So, du hast ungefähr wie viele Flugstunden oder du weißt es ganz genau, wie viel hast du auf der Uhr? Ganz genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung, aber 18.500. 18.500? Ja, so in dem Dreh. Wobei ich jetzt relativ wenig Flugstunden habe, weil die Zeit im Simulator wird nicht als Flugstunde gezählt. Und ich war sehr viel im Simulator, weil ich auch Ausbilder war. Was sind denn so typische Szenen, die du üben kannst im Simulator? Was ist zum Beispiel so ein typisches Muster, was du übst? Also erstmal übt man Starten, Landen, dann aber unter erschwerten Bedingungen, sei es mit Seitenwind, mit Turbulenzen, mit Gewitter. Natürlich, was man unbedingt beherrschen muss, ist ein Triebwerksausfall in der kritischen Phase des Startes. Das heißt, man muss das Ding dann in die Luft bringen. Man lernt auch den Startabbruch. Das heißt, es gibt ja so eine Entscheidungsgeschwindigkeit. Bis dahin kann ich meinen Start abbrechen, ohne dass ich anschließend hinten über die Startbahn hinaus rase, sondern ich muss ja vorm Ende der Startbahn auch zum Stehen kommen dann. Und all diese Dinge lernt man. Man lernt Tragflächenprobleme, dass die Landeklappen nicht ausfahren oder versetzt ausfahren. Man lernt, dass das Fahrwerk nicht ausfährt. Wie kriegt man das hin? Ja? Oder Ausfall der Hydraulik, Ausfall der Elektrik. Sind die Sterne in der Luft anders wie am Boden? Die Sterne? Ja. Du meinst am Himmel? Ja, am Himmel. Ja, natürlich. Ist denen viel näher. Aber das viel Schönere ist, die Luft ist so glasklar und trocken, ja, dass man eine gigantische Sicht hat. Also wenn man hier, sag ich mal, nach oben guckt und sieht, bei wenig Lichtverschmutzung, ja, also bei wenig Lichtstörung, guckt man hoch und sieht 100 Sterne. Das ist im Flugzeug, man guckt hoch und sieht 10.000 Sterne. Also das ist schon. Und Nordlichter, hast du schon mal gesehen? Ja, das ist auch ganz toll, weil wir ja nach Nordamerika ja immer über Grönland fliegen, also ziemlich weit im Norden. Und das ist gigantisch. Das ist so schön, das ist so auch lebhaft. Also das ist nichts Statisches, wo dann da am Himmel haftet, sondern das wabert so rum. Und also das ist wirklich eines der schönsten Naturphänomene, die es überhaupt gibt. Du fliegst immer über dem Wetter mit den Flugzeugen, also auf langen Strecken? Nicht immer. Nicht immer. Also es ist einfach so, die Tropopause, also das ist dort, wo sich unten drunter in der Troposphäre spielt sich halt das Wetter ab. Und die flacht natürlich zu den Polen hin ab, weil da die Luft kälter ist, dann sinkt das alles zusammen. Und über Mitteleuropa ist man meistens über dem Wetter, ja, aber wenn man dann Richtung über Äquator fliegt, dann steigt das entsprechend an. Wir fliegen da in 36.000, 37.000 Fuß, also 11, 12 Kilometer und Höhe, und die Wolken reichen da aber oft über 15, 16 Kilometer hoch. Mhm. Das heißt also, das ist schon sehr ernst zu nehmen. Du musst dich, glaube ich, vor jedem Flug selbst informieren über das Wetter, oder ist das jemand, der das macht für dich? Nee, das wird schon vorbereitet, ja. Man bekommt dann die Wetteranalysen, die Wetterdaten, die sogenannten Dispatcher planen auch den Flug. Die Flugroute empfehlen dann die günstigste Route. Günstigst heißt die zeitlich kürzeste Route. Weil wir verbrauchen ja nicht Treibstoff gegenüber einem Kilometer zurückgelegter Strecke, sondern gegenüber Minute Flugzeit. Ja. Und deswegen suchen wir zeitlich immer den kürzesten Weg. Das heißt, pro Minute. Wir versuchen, dem Gegenwind auszuweichen und den Rückenwind mitzunehmen. Ja. Ja, du hast ein Video, also ist was Tolles passiert. Du hast einen Abschiedsflug. Das ist wahrscheinlich, irgendwann kommt hier immer der Tag, wo der letzte Flug da ist. Ich habe dich eben schon gefragt, war dir da bange ums Herz? Hast du gesagt, nö, du hast dich gefreut? Ja, man bereitet sich ja auf sowas vor. Es ist ja keine Entscheidung von heute auf morgen, dass man sagt, jetzt höre ich auf. Sondern das ist ein Prozess,
der sich entwickelt. Und man muss auch der Lufthansa dann ein Jahr, bevor man aufhören will, Bescheid geben, dass man aufhört, weil das muss ja auch vom Arbeitgeber alles geplant sein. Und dann weiß man, okay, die nächsten 12 Monate, jetzt fliege ich nach Peking und das ist wahrscheinlich der letzte Peking-Flug. Ja? Und dann genießt man den natürlich nochmal und dann fliegt man nochmal nach Tokio und dann ist der letzte Japan-Flug vielleicht und dann fliegt man nochmal nach Los Angeles oder San Francisco oder Johannesburg und dann ja, weiß man, das ist das letzte Mal. Und beim allerletzten Flug, da darf man sich raussuchen, wohin man fliegt und mit wem man fliegt. Echt? Ja, das ist ganz toll. Da kann man sich sogar seine Crew zusammenstellen, wenn das in die betrieblichen Abläufe passt. Aber die fragt man ja entsprechend auch vorher: Hast du Lust, mit mir den letzten zu machen? Und dann habe ich meine Co-Piloten gefragt und die waren beide sofort Feuer und Flamme, haben gesagt: Frank, mit dir sofort, egal, wir lassen alles stehen und fallen und richten unseren Dienstplan für den entsprechenden Monat dann nach deinem Abschiedsflug. Und Ist aber auch so, dass weiß dann auch der Tower in dem Land, wo du hinfliegst? in dem Land, wo ich hinfliege, nicht. Nee. Nee, 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 nee. Aber in dem Land, wo du warst? Ja, also wenn man zurückkommt Wenn nach du zurückkommst, Frankfurt, die ja. wissen das Die dann, wissen das ja. dann. Und Das war dann geht es dann über den auch. Funk auch? Ja, das war auch eine ganz schöne Geschichte. Das zeigt auch das Video. Komm, wir machen Dein mal das Video letztes an. Es gab ein Video, das werden wir jetzt mal Flug. parallel, das heißt, es ist dein letzter Flug. Da Ja, hast das du. haben heimlich meine Co-Piloten ja, aufgenommen, ohne dass ich das zunächst merkte und so. Ne? Wir haben uns dann im Briefing getroffen, dann machen wir das Briefing. Der hat die Kamera dann an die Seite gestellt. Ich wusste gar nicht, dass der da filmt. Frank, Ne? wenn du mal gerade so lieb bist, das Display ein bisschen steiler machst zu mir. Ah, okay, so, So, ja. super. Also das ist der Malte und der Holger, die waren dann meine beiden Co-Piloten. Und dann sind wir nach Singapur aufgebrochen. Ne? Nachdem man die Kabinencrew gebrieft hat und bereitet das Flugzeug dann für den Flug vor, checkt dann, dass da alles an Bord ist, dass die Beladung stimmt, dass ja, alles für die Passagiere an Bord ist und das machen dann die Flugbegleiter. Wir bereiten dann alle Computer entsprechend vor, geben die Route ein, wo wir entlang fliegen wollen. Es wird ausgewählt, wer fliegt denn tatsächlich und wer ist der Zuarbeiter. Und hier wollen wir jetzt gerade schon auf die Startbahn 1.8, ja, wie das auch zeigt. Und dann warten wir auf die Freigabe für den Takeoff. Und wenn dann der Tower sagt, cleared for Takeoff, dann gibt man Gas. Und dann sieht man auch, das Flugzeug beschleunigt. Ne? Man sieht es an dem Mittelstreifen. Das sind so Lampen im Abstand von 15 Meter, wie schnell die da vorbeirasen. Beschleunigt dann unser Flugzeug, das geschätzt jetzt mal so 550 Tonnen schwer war. 550 Tonnen. Ja. Fliegt man dann, beschleunigt man dann diese Masse auf eine Geschwindigkeit von über 300 Stundenkilometer und irgendwann sagt der Co-Pilot dann diese Entscheidungsgeschwindigkeiten und dann sagt der Kapitän Continue und dann irgendwann sagt er Rotate, ja, und dann ne, zieht man am Stick und habt es gerade vielleicht gehört, der Ton ist jetzt ein bisschen schwach ausgeprägt. Und aber dann, ne, wie lange der Takeoff dauert, jetzt hat er Rotate gesagt, dann nimmt man die Nase oben, nach oben und dann sieht man irgendwann nur noch Sterne oder Himmel oder Wolken oder was auch immer. Und dann ist man in der Luft. Ja. So, und das ist Und jetzt. das hier ist jetzt schon morgens, da sind wir irgendwo schon über Indien, schätze ich mal. Ja, man fliegt ja abends spät um 10 Uhr los. Wechselt sich dann auch ab mit dem Fliegen, weil man zu dritt ist, kann immer einer 3 Stunden schlafen und der Flug dahin dauert auch so 10, 11 Stunden. Der geht jetzt Und voll man sieht es hier, automatisch. jetzt fliegt man hier, ne, das Ja, ist ein bisschen ja. die Berge über Indien, vielleicht das kann das auch Pakistan sein, weil man da über den Hindukusch fliegt. Und das ist so ein bisschen Zeitraffer natürlich gemacht, so schnell fliegt ein Flugzeug nicht, das bewegt sich schon langsamer. Und da sind wir dann schon im Sinkflug Richtung Singapur. Singapur liegt ja fast am Äquator, das heißt sehr hochreichende Wolken. Da guckt man, dass man nicht in die Wolken reinfliegt. Ne? Und das Warum ist jetzt darf man schon, nicht in die Wolken? ja, das ist dann schon ziemlich Turbulent. ungemütlich dort. Ja, das sind viele Turbulenzen. Und dann fliegen wir hier auch im Zeitraffer jetzt auf die Bahn 20 rechts an in Singapur und die kommen dann gleich auch in Sicht. Und ja, momentan ist man quasi noch über Malaysia und dann ist die Straße von Singapur, kommt dann Und dahin ist der Flughafen.
quasi schon. Und dahinter kommt jetzt gleich der Flughafen, also auch die Bahn in Sicht. Ne? So. Also es ist alles Zeitraffer. Jetzt kommt so langsam, reduziert die den Zeitraffer. Da vorne ist die Bahn. Ja. Stark. Und ja, jetzt ist es so wie bei dir, als du 380 geflogen bist. Das dauert lange, weil man darf frühestens hier aufsetzen und hat eine Aufsetzzone. Und jetzt sitzt man quasi schon, und du hast gar nicht gemerkt, dass wir gelandet sind. Ne? Dann wird die Geschwindigkeit, die dann so 280 Stundenkilometer beim Aufsetzen ist, natürlich muss runtergebremst werden, dann auf so 10, 15 Stundenkilometer, bevor man abbiegen kann. Da ist doch nicht jeder Flughafen für geeignet, oder? Für den großen? Nee, da muss die Bahn lang genug sein. Ne? Also in aller Regel haben die internationalen Flughäfen so 4000 Meter Start-Landebahn. Ah, sieh mal da, du hast es fast komplett ausgenutzt hier, oder? Das heißt, ja, das hat aber auch andere Gründe, weil man am Ende der Bahn am besten abbiegt, um dann schnell zu seiner Parkposition zu rollen. Aber das ist von Bahn zu Bahn und Airport zu Airport unterschiedlich. Ne? Wir warten jetzt auf die Freigabe, dass wir dann zu unserer Parkposition rollen können. Es ist in Singapur sehr hell, dann wird der Flieger abgestellt und dann haben wir es geschafft und sind angekommen. Ne? Da sind wir jetzt schon im Bus mit der Crew. Ich habe ein paar Verwandte natürlich mitgenommen. Das ist mein Bruder, meine Schwägerin ist dabei, meine Tochter sitzt hier, meine Frau sitzt da und dann fährt man mit der Crew gemeinsam ins Hotel. Genau, ins Hotel. Dann kam was ganz, ja, ganz Tolles. Genau, da sind die Flugbegleiter? Da sind die Flugbegleiter, genau. Und das ist mein Bruder wieder und das bin ich. Okay. Ist das so, man hat ab und zu auch Freiflüge, wenn man entsprechend Berufspilot ist? Darf man selber fliegen? Also privat? Freiflüge hat man keine. Okay, hat man nicht. Ist das ein Gerücht? Nach 10 Jahren kriegt man einmal einen Freiflug, ja. Aber als, und dann, das war jetzt schon quasi. Bekamen wir Geschenke dann auch von der Crew, hat die Crew dann auch mir, also hier siehst du die Flugstunden, ne? 18.489, ja. Und dann eine Torte mit dem A380 drauf und wir haben unglaublich viel Mühe gegeben und dann habe ich die Crew auch eingeladen und habe gesagt, komm, wir gehen alle auf ein Schiff, holen, mieten uns ein Schiff, ich bezahle das und dann fahren wir raus auf eine Insel, grillen dort, tummeln uns dort im Wasser und das war natürlich auch eine ganz coole Nummer. Das haben sie, haben sich viele sehr viel sehr drüber gefreut und da war auch eine tolle Gemeinschaft dann. Es sind alle mit, also alle 21 plus dann die Verwandtschaft plus Freunde, die mitgeflogen sind. Und dann haben wir so ein zwei Katamarane mussten es dann sein. Genau, weil der war voll, der eine, gell? Der eine, ja, da passen nur 20 drauf. Also, und wir waren ja über 30 Leute, also haben wir dann aus dem Hafen von Singapur raus. Sag mal, der Arbeitgeber, war der gut immer zu dir? Die Lufthansa ist eine tolle Firma, ja, absolut. Also da bin ich, also siehst du, der hat auch das immer gefühlt. Also ich springe jetzt einfach mal ein bisschen vor. Ne, weil die ganze, gut. So, und dann? Ja, und dann haben wir schön gefeiert und sind am nächsten Abend dann zurückgeflogen wieder. Das ist so, gut, da war denn schon klar, das wird dein letzter Flug sein, ja, zumindest für den Arbeitgeber? Ja. Du hast jetzt schon wieder Anfragen gehabt, gell? Also es gab schon wieder mal eine Anfrage, wo jemand gefragt hat, willst du nochmal fliegen? Ja, ich fliege, ja, aber es ist natürlich Nonsens. Also ich muss dann mit meiner geschenkten Torte dann alles in Flugzeug wieder bringen, das muss alles verstaut werden. Und wir bereiten dann den Rückflug vor, der auch ein Nachtflug ist. Ne? Man kommt dann morgens, also fliegt abends um 12 Uhr los, ungefähr Ortszeit, und kommt dann morgens durch die Zeitverschiebung um 5 Uhr in Frankfurt an. Ja, krass, oder? Das heißt also, das Leben wird komplett durcheinander gewürfen, was auch Zeiten angeht. Ja, klar, man ist da schon, der Biorhythmus wird gewaltig durcheinander gebracht. Und das ist jetzt schon der Anflug. Auf Frankfurt haben die beiden gesagt, nee, du machst den, hätte ja eigentlich den Co-Piloten zugestanden. Und dann haben die aber gesagt, nee, du machst den und wir wollen das unbedingt, dass du das machst. Und okay, dann bin ich dann letztes Mal geflogen, habe ich mir noch überlegt, soll ich noch eine Ehrenrunde drehen oder nicht. Aber wir waren schon ein bisschen spät an, hätten dann Verspätung gehabt, wenn ich das gemacht hätte. Das und dann habe ich im Sinne der Passagiere auch entschieden, nee, das mache ich nicht. Und wir landen ganz normal. Und,
28.05.2016. Ist schon ein paar Jahre her jetzt, oder? Und das, ne, ja. Dass man dreht dann den Endanflug auf die 07 rechts. Das heißt, man kommt dann über Mainz, kommt man quasi rein, fliegt dann über, ne, hier ist der Rhein, hier mündet der Main, sieht man ganz gut. Bin jetzt über Mainz, dann kommt man ins Hessische und fliegt dann über Rüsselsheim, kommt dann, ne, man sieht hier sehr schön das Opelwerk, das links ist der Main zu sehen und dann fliegt man auf die Landebahn 07 rechts an. Gut, das ist, es gibt da, es gibt da wie viele Landebahnen in Frankfurt? In Frankfurt gibt es mittlerweile 3 parallele Landebahnen und 4 und dann noch die Startbahn West, die aber nur für den Start genutzt wird in einer Richtung. Mhm. So, und dann sind wir dann da gelandet, ja, die letzte Landung war das. Wie man das erwarten darf, dann bei so einem erfahrenen Kapitän. Wissen wir, wir biegen hier sehr viel früher ab als beim letzten Mal, weil wir hier entsprechend kreuzen müssen, die Bahn. Das ist die linke Bahn, ja, da müssen wir noch drüber, da ist ja dann noch startender Verkehr. Und du siehst, wir haben da so eine große Strecke, Rollweg hinter uns. Ja, jetzt stehen wir quasi an der Bahn und jetzt wollen wir da drüber. Der ist uns ein bisschen im Weg. Der hat aber eine andere Parkposition und dann kommt die Follow-Me-Parade, also das hat der Tower mir dann geschenkt. Ne? Wir werden dann eskortiert, normalerweise hat man überhaupt keinen Follow-Me, sondern nur für die letzten Meter und das ist natürlich dann schon ein Highlight. So, 3 Stück waren es direkt. 3 Stück direkt, ne? Ein Wingman sozusagen, der dann anzeigt, wo die Schulter ist und dann rollt man da rein. Und dann haben wir uns natürlich gebührend von denen auch verabschiedet. Und ganz da unten, da steht dann noch, jetzt stand noch mein Flottenchef, der mich dann empfangen hat und quasi dann mich. Und dann hat die Crew auch noch einen Gag gebracht und die haben gesagt, also die haben das dann den Passagieren bekannt gegeben und ich musste dann quasi 520 Leuten die Hand geben und auf Wiedersehen sagen. Das ist doch heute undenkbar. Und anschließend haben wir noch gefeiert in der First Class und haben dann noch ein T-Shirt geschenkt und dann haben wir die Torte gegessen mit dem Flottenchef auch und es war eine coole Nummer, war ein toller Abschied und ich habe das genossen. Und wenn man so einen schönen Abschied hat, dann guckt man auch nicht so ganz wehmütig zurück und, ne, und dann wird man nochmal in die Basis gefahren. Ne? Ich glaube, mein Auto muss ja kommen. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal, sagt er. Ja. Danke. Es war wirklich eine großartige Zeit. Ich habe viel, viel Spaß bei der Fliegerei gehabt und jetzt gehe ich in den verdienten Ruhestand. So ist das ja. Du bist Master of Wine, also vielleicht, um noch mal kurz zu erwähnen. Das hast du schon gemacht, während du dort geflogen bist. Du hast gesagt, hier steht ein Weinglas, nimm mal das Weinglas weg. Wein und Fliegerei, das gehört nicht zusammen, verträgt sich nicht. Überhaupt nicht. Trotzdem haben wir es mal hingestellt, weil du ja nicht mehr aktiv fliegst im Moment, also als Bürospilot. Und du bist freiwillig raus, oder? Ja, ich gehörte zu der glücklichen Generation. Als ich anfing, musste man noch mit 55 Jahren aufhören. Mhm. Ja. Und das wurde irgendwann aufgeweicht, dann hieß es mal, okay, wir einigen uns darauf, dass wir mit spätestens 60 ausscheiden müssen, aber die Piloten können dann noch wählen, in welchem Jahr sie dann tatsächlich pensioniert werden möchten, ob mit 55 oder irgendwo dazwischen oder erst mit 60. Und dann hat das die EU dann später dann in den 2000er Jahren nochmal verändert und hat gesagt, das ist Altersdiskriminierung. Die dürfen auch bis 65 fliegen, solange sie körperlich fit sind und auch im Simulator die Leistung bringen. Man muss fairerweise sagen, das lässt wirklich mit dem Alter nach. Und es gibt Menschen, die können bis 65 fliegen, das sind aber ganz wenige. Und einige sollten es besser nicht machen. Und das musste ich leider Gottes auch im Simulator dann manchmal dem einen oder anderen sagen. Ich glaube, es wäre besser, du machst dir Gedanken, wann du aufhörst. Du warst Simulatortrainer, gell? Ich war ja Simulatortrainer. Ich habe Checks abgenommen und, ja, und dann merkt man einfach auch selbst, ja, dass man nicht mehr so schnell ist wie die Co-Piloten im Erfassen von Situationen und Gedanken. Man hat, kann vieles mit Erfahrung ausgleichen. Das ist, Erfahrung ist ein ganz hoher Wert bei der Fliegerei. Und ja, so das manuelle Fliegen haben die Jungen dann besser drauf. Zeig mal gerade dein Logo bitte. Einmal das Master-Wein-Logo. Komm, wir machen das mal. Du bist nämlich einer der ganz wenigen Master of Wine in Deutschland. Master of Wine, ja, und die Firma heißt Master Wine. Wir haben einen eigenen Webshop mit masterwine.de. Und das ist natürlich auch ein hohes Privileg gewesen,
dass ich dieses Studium angehen konnte, parallel zur Fliegerei. Ich bin dann auch in Teilzeit geflogen, damit es überhaupt möglich war. Und ja, habe es dann letzten Endes auch geschafft, als dritter Deutscher diesen Titel zu bekommen. Und was ist das Master of Wine? Kurz zusammengefasst. Ja, das ist ein ist ein Studium, ja, und das liest man quasi mit dem Mastertitel ab. Das ist in England? In England, ja. In England wird das gemacht. Dauert einige Jahre, musstest du lernen. Unter anderem ist es viel Praxis, viel Theorie, aber du musst zum Beispiel anhand eines Geschmackes, eines Weines oder der Sensorik oder was auch immer, zum Beispiel auch determinieren, was für ein Wein das ist. Oder? Ja klar, das ist ein hoher Bestandteil dieser Ausbildung und das ist auch eine hohe Anforderung. Und das, ja, auch da braucht man sehr viel Erfahrung, weil man kann ja nur was erkennen, was man vorher schon mal kennt. Und da alle Weine der Welt im Prinzip dort prüfungsrelevant sind, muss man auch alle Weine der Welt kennen im Prinzip. So, ich verweise auf unsere Weinserie, die wir schon jetzt seit einigen Jahren drehen. Für Masterwein hast du vorher auch schon Videos gemacht, bist in allen Ländern der Welt gewesen. Deine Lieblingsländer nochmal für Weine, was sind die? Unter anderem Australien? Ich habe keine Lieblingsländer für Weine, aber ich kann sagen, ich liebe guten Wein. So ist es. Frank Röder, Master of Wine an seinem 40. Hochzeitstag, heute am 13. März 2021. Und dann fahr jetzt mal gleich nach Hause. Wir bauen jetzt ab. Wir haben heute noch ein Weinvideo gedreht. Aber die Story mit dem Fliegen, das war immer so, du hast da nie groß drüber geredet, muss man sagen. Also ich habe dich ja nur als Weinmann kennengelernt. Irgendwann habe ich erfahren, okay, du warst mal Pilot A380. Dann hast du, glaube ich, am Schlüsselbund hast du noch so ein Bändel hängen mit A380 oder irgendwas. Ja, Remove Before Flight. Also ein Mensch, der quasi etwas erlebt hat, wovon viele geträumt haben, muss man schon sagen. Man hat ja gehört, wie viele Leute durch die Abschlussprüfung gefallen sind. Ja, also es ist einfach ein nach wie vor begehrtes Berufsbild. Es ist auch ein toller Beruf, das muss man wirklich sagen. Aber man muss halt die Eignung dafür mitbringen und man muss auch die Familie muss dahinter stehen, das mitmachen. Und dann ist das wirklich eine fantastische Zeit, die man hat. Frank, ich bedanke mich, also ganz tolles Interview. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du das gemacht hast, auch deinen Kollegen, du hast ja nicht gewusst, dass sie gefilmt haben am Anfang, oder? Nee, das war für mich völlig überraschend, aber das war ein Geschenk von denen an mich. Und die haben wirklich einen tollen Film gedreht. Es ist einfach berührend, das auch immer mal wieder anzuschauen. Ist auch bei unserem YouTube-Kanal, Mastermind-YouTube-Kanal, ist das auch drin. Ist es drin, das Video? Ja. Abschiedsflug Singapur. Ich verlinke das Musik, weil die hatten das auch mit Filmmusik unterlegt, aber das ist natürlich aus urheberrechtlichen Gründen mussten wir das rausnehmen und das ist auch okay so. Frank, ja. Zum Wohle. Wir dürfen ja jetzt, warte, ich sag's mal gerade, ich trinke mal ein Schlückchen. Auf die nächsten 40 Hochzeitsjahre dann, ja. Ja. Tschüss, Frank. Ciao.